Guten Tag. Hallo Harvey. Hallo Edna. Was gibt's? Ach nichts. Vergiss es. Das wollte ich jetzt nicht. Es ist zum Heulen, Harvey. Ich bekomme diese Schrauben nicht auf. Ach, solche Schrauben isst du doch zum Frühstück. Als du klein warst, hätten die dich nicht aufgehalten. Wie meinst du denn das? Naja, früher hattest du einige coole Tricks drauf. Konnte ich mit brennenden Kettensägen jonglieren? Das wohl eher nicht. Aber ein paar dämliche Schrauben waren nie ein Hindernis für dich. Ich war sicher super lässig als Kind. Was weißt du noch? So funktioniert das nicht. Vergiss nicht, ich bin nur eine Projektion deines Unterbewusstseins. Nobody's perfect. Ich kann dir auf die Sprünge helfen. Aber dazu musst du mir Sachen zeigen, die dich an deine Kindheit erinnern. Wie die Schrauben? Exakto, Lucci. Und dann? Dann tempomorphe ich uns in die Vergangenheit. Cool. Interessant. Guten Tag. Hallo, Harvey. Hallo, Edna. Was gibt's? Ich möchte mit Harvey über Schrauben reden. Ach, nichts. Vergiss es. Ich bin bereit, Harvey. Soll ich dich jetzt in die Vergangenheit tempomorphen? Was genau meinst du mit tempomorphen? Tut das weh? Wird mein Körper dabei in seine Moleküle zerlegt? Und rückwärts durch die Zeit gebeamt? So ähnlich. Yippie! Ja, tempomorphe mich in die Vergangenheit. Wie du willst. Halte dich fest. Das ist also die Vergangenheit? Zumindest sieht das hier nach unserem alten Keller aus. Und sieh mich an, ich bin jung. Es sind etwa 10 Jahre, die wir zurückgesprungen sind. Muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht meinen Großvater überfahre und so? Nicht mehr als sonst. Wir sind ja lediglich in deiner Erinnerung. Ah, verstehe. Also kann ich auch ruhig auf Dinosaurier-Eier treten. Wenn du welche findest. Ich weiß, welcher Tag das hier ist. Mein Vater hat mich in den Keller gesperrt, weil ich einen Nachbarjungen geärgert habe. Sein Name war Albert, oder? Alfred Marcel. Alfred Marcel? Doch nicht wie Dr. Marcel? Doch. Er ist der Sohn von dem Doktor, der das Irrenhaus leitet. Ui. Aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Wir sind hier, um dir beizubringen, wie man Schrauben ohne Werkzeug löst. Na dann? Tja, ich muss mich auch erst einmal orientieren. Lass mich bitte anfangen. Wir können uns dann ja abwechseln. Einverstanden? Einverstanden. Aha. Harvey kann per Drag and Drop sogenannte Topics zu Edna ziehen, um mit ihr zu unterhalten. Jeder kann eine Sekunde. Kommst du nicht mit der Hake ans Fenster? Das klingt ja fast so, als wenn das klappen könnte. Wenn du mich ranlässt, kann ich es ja ausprobieren. Vielleicht können wir ja ein Feuer machen. Das wäre sicher lustig. Aber ich habe kein Feuerzeug. Oh. Arme Edna. Hey, Edna. Kannst du vielleicht das Fenster für mich aufmachen? Da komme ich selbst nicht ran, Harvey. Meinst du, sonst säße ich noch hier unten? Erinnerst du dich an den Ofen, Edna? Ach ja, der gute alte Ofen. Finde die Treppe so grausam. Wie geht es dir, Edna? Ich frag mich, warum du mich hierher gebracht hast. Wolltest du mir nicht beibringen, wie man Schrauben öffnet? Das geht sofort los.
Vielleicht kriegen wir die Tür ja mit dem Öl auf. Nette Idee, aber das Öl ist leer. Auch mal ablegen. Marmelade? Vielleicht zerbröselt die Tür ja, wenn wir die Marmelade aus ihrem Glas befreien. So wie die immer roch, mag das gut sein. Aber wir würden noch vor der Tür dran glauben. Denk dran, du bist aus Frotti. Du könntest von dem Geruch Feuer fangen. Geil. Marmeladen auch mal hier unten rein. Tücher. Vielleicht können wir diese Tücher verwenden. Wozu? Einen Saunaclub gründen? Warum nicht? Karton. Sieh mal, was in diesem Karton ist. Was denn? Nichts. Reingefallen. Ach, Harvey. In den Karton, oder was? Glas. Vielleicht helfen uns diese rostigen Nägel weiter. Wie denn wohl? Ja, so weit bin ich noch nicht mit dem Plan. Vielleicht können wir dir ja einen Weg nach draußen malen. Sei nicht albern, Harvey. Nicht albern? Seit wann? Stimmt. Malen wir mal einen Weg nach draußen. Schauen wir mal, ein Poki, ja? Ja, in diesem Screen sieht man, dass ich am Anfang, als ich die Hintergründe gezeichnet hat, weder über besonders große Skills im Setzen von Farben gehabt habe, noch ich habe so ein bisschen rumexperimentiert, sowohl mit Farben und Formen. Ich dachte, wusste noch nicht ganz genau, wie die Optik dieser Tempomorph-Sequenzen sein sollte. Ich wollte eigentlich eine etwas skurrile, überzeichnete Variante der Realität haben, hatte aber die Realität noch gar nicht gezeichnet. Die kommt ja erst viel später, dass wir in der Realität halt diesen Raum nochmal besuchen können. Und hatte aber die Vorstellung, dass unbedingt wichtig ist, dass für Edna in ihrer Kindheit und entsprechend auch in ihrer Erinnerung die Treppe zu dieser Kellertür unglaublich lang und geschwungen war. Was sie natürlich in der Realität dann im Endeffekt nicht war. Es war halt nur eine kurze Treppe bis zur Tür. Und deswegen habe ich sie auch unendlich lang und geschwungen gezeichnet. Ja, ein schöner Gedanke, der allerdings dazu geführt hat, dass sich hier die Linien so auf hässliche Weise berühren. Ja. Also sozusagen nur die Erinnerung. Okay. Benutze Haken. Wie? Ich will die Spinnen nicht stören. Oh. Geht's euch gut, ihr Spinnen? Und ab. Ja, klar. Yippie. Wir reden mal mit Spinnen. Was stehst du da rum? Mach dich nützlich. Hallo? Ist da draußen jemand? Hallo? Er würde ja doch nicht antworten. Autsch, heiß. Gehen wir mal hoch. Ja. Mal gucken, ob ich dadurch was erkennen kann. Das ist unsere alte Küche. Der Anblick allein war es wert, das mit diesem Tempomorph-Dingsbums auszuprobieren. Okay, da kommen wir nicht weiter. Ich will die Spinnen nicht stören. Wer rastet, der rostet. Ja. Nein, die sind zu rein gar nichts mehr zu gebrauchen. Lea. Ist da jemand drin? Nein, ich bin vollkommen leer. So, also fühle ich mich auch manchmal. War euch kein ehrenvolles Ende beschieden?